Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Tag 1 vom neuen Event. Mondneujahr. Ich mach hier schnell mal die Agenda platt, weil. Wieso nicht? Ja, Doppel-EPs am Start. Fürs Fangen und fürs Entwickeln. Ist interessant. Hab mir auch ein kleines EP-Ziel gesetzt. 150 Millionen. Ich zeige euch gleich mal, wie viel ich habe. Ich habe jetzt schon. Ja, 160.000, 170.000 heute gemacht. Was nicht viel ist. Aber ja, schauen wir mal, ob ich mein Ziel schaffe. Ich denke nicht, aber. Erstmal weg mit diesem Stolz, Alter. Ich denke nicht, aber kurz nach dem Event ist dann auch noch C-Day. Und da habe ich eine Menge Freundschaften, beste Freunde. Und ja, da müsste ich die 150 dann spätestens knacken. Ja, ich habe bis jetzt, also gerade eben eine kleine Bustour gestartet. War okay. Aber ja, wenn man zu lange im Bus ist, dann wird mir irgendwie ein bisschen schlecht. Dann brauche ich ein bisschen Bewegung, ein bisschen frische Luft. Deswegen gehen wir hier schnell eine Runde, nehmen die Arena mit, einmal durch den alten Nordfriedhof, die ganzen Spawns abgreifen und dann schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, was ich mache, EP-technisch. Heute aber auch nicht so viel Zeit, das heißt, der Tag heute wird noch gechillt, ab morgen geht es dann ab, aber heute habe ich leider noch einen Termin. Was ich genau mache, das seht ihr demnächst noch in einem Video oder sogar in mehreren Videos. So. Und fertig. Labgas weg, Labgas down. Das Stollos hat sogar die ganze Arbeit geleistet. So, reinsetzen hier. Und weiter geht's. Okay, so. Hier könnt ihr gleich sehen, wie viel EP ich habe. Ich habe jetzt 136.173.000. Ich werde heute wahrscheinlich meine ganzen Ressourcen entwickeln, weil, wie gesagt, zum Zocken komme ich leider nicht so viel. Und dann Spezialtausch natürlich auch noch. Werde ich euch auch noch zeigen. Erhöhte Lucky Chancen. Versucht da auch ein bisschen ein paar Sachen zu tauschen. Nicht nur Sachen, die mir noch fehlen als Lucky. Weil da fehlt mir ja nicht mehr so viel. Sondern auch Sachen, die mir als 100er fehlen. Vielleicht habe ich ja Glück und es wird Lucky und 100. Wir haben hier ein wildes Mülltank, Alter. Brauche ich noch Lucky? Das heißt, der Kleine wird rausgeholt. Alter, wie viel hier los ist. Wie viele Leute hier am Start sind. Ich habe schon zwei geklickert vorhin im Bus. Echt krass. Ich Mülltank einfach Klicker, gell? Die haben 1000 irgendwas zu WP gehabt. Und ihr wisst, der schmeißt ja nur einen Pokéball, einen Versuch. So. Aber der Kleine hat die nicht bekommen, also das wäre der erste. Ein Versuch auf Lucky Mülltank. Ansonsten habe ich noch für euch random ein Shiny Elekid, das ich entwickle. Weil ich habe nämlich die Quest, benutze ein Item für eine Entwicklung. Zweimal. Die will ich natürlich erfüllen. Es brauchen ein paar Leute noch Lucky Ergodactyl. Kann ich den dann gönnen. Ja, und ich habe eh zu viele Sinnoh-Steine noch über. Ich habe genug jetzt noch für den C-Day. Oh, schön orange. So. Shiny Illaboltec. Die zwei Ergodactyl können wir auch abholen. Also ich hoffe nicht, dass die Shiny werden, weil die sind ja. Ich habe schon Shiny und die sind einfach nur da, damit irgendein Kollege ein Lucky Ergodactyl haben kann. Versuch Nummer 1. Schon mal gut. Nummer 2 ist ein Carpador. Okay. So, jetzt aber. Noch ein Ergodactyl. So Leute, ihr seht, ich habe Kopfhörer an. Ich hatte gerade ein, nicht Interview, wie sagt man das? Ich habe gerade ein Video zusammengedreht mit einem Kollegen.
Mehr dazu erfahrt ihr demnächst. Das ist ein Projekt, das ich gestartet habe. Eigentlich hatte ich nur ein Video vor, eine kleine Kooperation. Aber daraus wurde jetzt eine größere Videoreihe. Es sind gesamt erstmal 4 Videos. Ich denke, das erste Video wird irgendwann jetzt am Ende der Woche kommen. Mehr dazu dann am Ende der Woche. Und ich habe jetzt auch mit dem Kollegen geredet, Carnifex, der beste Spieler Deutschlands. Interview wird am Donnerstag geführt. Video seht ihr dann wahrscheinlich irgendwann am Wochenende. Also bereitet euch darauf vor, macht euch gefasst. Er hat jetzt auch die 300 Mille geknackt. Das ist halt mehr als das Doppelte ist von mir. Echt heftig. Wir schauen uns die IP an. Ich habe 250.000 gemacht, was an sich nicht viel ist. Ist schon viel für viele. Okay. Live die neuen Einladungen bekommen. Klangdino, 15. Februar. Das ist wieder ein komisches Datum. Weil Donnerstag, der 7. ist der nächste X-Rate. Und der 15. Der Zyklus ist richtig komisch. Eigentlich wäre es der 14. Aber der 14. ist Valentinstag. Deswegen haben die, glaube ich, einen Tag übersprungen. Wir können aber noch einen Spezialtausch machen. Erhöhte Lucky Chance. Nicht nur Spezialtausch, ich habe auch einen Miltank am Start. Grüße gehen raus an Mugats Gang. Da hat einfach schon jeder einen Lucky Miltank. Nur ich nicht. So, was haben wir denn da? Ein Miltank auf jeden Fall. Schauen wir mal, was wir dafür hergeben können. Geben wir mal so einen Shigi her. So, schauen wir mal, ob ich auch so viel Glück habe. Wie die ganzen Leute. Grüße gehen raus an Mugats Gang. So. Und danach noch mein Spezialtausch. Ich werde noch ein paar andere Sachen tauschen. Unter anderem ja, ein paar Sachen, die mir noch auf 100 fehlen. Schade. Aber die muss ich nicht checken. Ich habe schon 100 da. Sehr, sehr schade. So. Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich werde jetzt noch ein paar Sachen tauschen, die mir noch auf 100 fehlen. Wie zum Beispiel jetzt Alola Radfratz, Alola Kokowal. Und das mache ich auf Entfernung, damit der Kleine da 3 Bonbons bekommt. Weil die kann er nämlich gebrauchen. So. Alola Vulpix will eh keinen haben. Den kann ich schon mal rüberschicken. Und komm, gib mir Lucky. Lucky Godon. Komm. Ich brauche da. Ich habe schon echt lang. Wobei, ich habe Palkia bekommen letztens. Aber ich brauche da echt mehr. Ein legendärer Tausch am Tag ist echt leidend. Ein Spezialtausch. Komm. Enttäuschung pur, Mann. 2273, Enttäuschung pur. Naja. Ich gehe jetzt, glaube ich, nochmal raus. Livestream. Mach ein bisschen EP und dann entwickle ich noch am Abend. Und dann seht ihr das Endergebnis, wie viel EP ich heute gemacht habe. So, wir sind zurück von der kleinen Tour. Von kleinen Livestream. Da macht man sich Sorgen, dass man nicht genug Material für ein Video hat. Und da haut Niantic direkt ein Event, würde ich mal sagen. Neues Event raus. Shiny Meltan ist am Start. Ab jetzt bis zum, wo steht denn das? 4. März, ein Monat, gibt es Shiny Meltan aus der Meltan Box. Das Krasse ist, die Meltan Box kann man ab jetzt alle 3 Tage abholen. Das Lustige ist, der letzte Satz hier, die weisen darauf hin, falls man die Box davor geöffnet hat, dann muss man noch die restlichen, also die normalen Tage, 7 Tage abwarten. Gut, dass die Nachricht erst kam, als das Event schon angefangen hat. Nicht, dass es irgendwie gestern Abend oder heute kam und die Leute nicht gestern oder heute schon die Box aufmachen. Nee, das kam erst nachdem das Event schon läuft. Sehr wertvolle Warnung. Muss man eigentlich schon lassen. Ich habe die Box zum Glück noch. Ich hätte sie vorhin aufmachen können, aber habe ich verplant. Jetzt kann ich sie zum Glück aufmachen. Und die reduzierte Zeit von 3 Tagen ist dann aktiv. Glück für mich. Ja, das mache ich jetzt noch. Ich blende euch dann nur die Meltan ein. Also mich seht ihr dann nicht mehr die halbe Stunde. Blende euch ein paar Meltan ein. Hoffentlich kriegen wir ein Shiny. Wenn nicht, dann haben wir noch einen Monat Zeit. Aber ich habe jetzt schon ein paar Leute gesehen, die haben Shiny Meltan. Nicht schlecht. Und dann sehen wir uns bei der Endcard zum Abschlusswort. So, kein Shiny Meltan bekommen. Wie soll es auch anders sein? Ein paar Kollegen haben Shiny Meltan bekommen. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr auch Shiny Meltan bekommen habt. Ansonsten, ab heute geht's los. Bisschen mehr EP farm. Mal schauen, was ich so treibe. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung. Aber das war's von mir erstmal, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab.
Vergesst nicht, Pokémon ist dieses Business.